So, ich freue mich, dass wir heute zur zweiten Folge unseres neuen Formates Leadership Unplugged starten. Heute habe ich auch wieder einen ganz besonderen Gast bei mir auf dem gelben Sofa, und zwar Aki Reinke. Ganz kurz zwei Worte zu dir, wobei ich immer das Gefühl habe, man muss dich gar nicht so vorstellen, weil wenn man deinen Namen hört, wissen eigentlich alle mal, wer du bist. Ich sage es trotzdem nochmal, du bist jetzt seit über 30 Jahren schon bei der Union Investmentgruppe, bist auch dort seit 2001 Geschäftsführer geworden, bist dann schon Vorstand seit 2004 Mitglied geworden und dann aber wirklich an die Spitze als CEO dann 2010. Also wirklich schon viel Erfahrung, viel Vorstandserfahrung. Was ich noch spannend finde, du warst Profi, Amateur, Wasserballer. Ja, das ist richtig. Da habe ich auch viel mitgenommen und da werden wir wahrscheinlich auch drüber reden. Richtig. Also insofern sehr, sehr sportlich fixiert. Und das Thema so ein bisschen heute ist auch Geschwindigkeit. Wie läuft Karriere? In welche Richtung geht das? Und wenn wir da so ein bisschen drüber sprechen, vielleicht auch so als Einstieg, wenn du so über deinen Führungsstil nachdenkst, was für ein Autotyp, was für eine Karosserie, so wär dein Auto? Na, altersbedingt würde ich ja sagen Oldtimer, aber jetzt Spaß beiseite. Ich glaube Quattro. Quattro, Boris, fasst es ganz gut, weil Quattro ist auf der einen Seite Geschwindigkeit. Ich liebe Geschwindigkeit, auch bei Entscheidungen. Und ich glaube auch, dass durch Nichtgeschwindigkeit Entscheidungen nicht besser werden. Quattro ist auf allen Belägen gut, im Gelände, auf der Straße. Und das Leben, gerade wie wir durch die Zeitenwende erlebt haben, im übertragenen Sinne, hat uns viele Herausforderungen beschert. Deswegen Quattro. Okay, das ist ein cooles Auto und hat auch vor allem Bodenhaftung. Darum geht es auch beim Genossenschaftlich. Wenn du so ein bisschen zurückdenkst, ich meine, dass du irgendwann CEO bist, hast du wahrscheinlich nicht gedacht am Anfang der Karriere. Aber wie sind so Schritte verlaufen? Also gab es für dich so wesentliche Karriereschritte, die dich dahin geführt haben? Oder war das irgendwie so ein Weg, der einfach, ich sag mal, unbewusst lief? Also, ich habe, als ich zur Union kam, 1991 im Einstellungsgespräch, was mein Vorvorgänger im Amt, Herr Mattes, noch selber gemacht hat, spaßig geantwortet auf die Frage, was wollen Sie werden, habe ich gesagt, Ihren Job möchte ich gerne haben. Das war natürlich naiv und das war auch blöd, das würde ich heute nicht mehr sagen. Aber im Ernst, um Reinke zu verstehen, muss man wissen, wenn man Reinke gleich 100% setzt, Boris, ist 20%, ich bin ganz blöd, 40%, ich habe vor nichts Angst. Aber nicht hoffentlich, weil ich arrogant bin, sondern viele Dinge im Leben haben mich geerdet und sagen mir auch, du musst vor nichts Angst haben. Und wenn du vor nichts Angst hast und nicht ganz blöd bist, dann hast du auch noch Glück. Und das sind die letzten 40%. Und um auf die Vita zu kommen, nein, geplant war das nicht. Aber durch dieses Glück in einer sehr interessanten Kapitalmarktgeschichte, und ich habe ja 1991 bei der Union angefangen, gab es gewisse Wendepunkte. Und wenn du an gewissen Wendepunkten dann immer hier schreist und vor nichts Angst hast, dann kommt die Aufgabe auch zu dir. Ich habe diese Aufgabe dann genommen, habe sie auch nicht so ganz schlecht gemacht, sonst hätte es auch nicht geklappt. Aber dieses Thema maximale Geschwindigkeit, ist das so ein Gen von dir? Also war das schon immer so oder hat sich das eigentlich erst entwickelt, so als Stil? Na, das hat sich nicht entwickelt, das war schon immer so. Wenn du der letzte von drei Brüdern bist, dann musst du schnell sein. Meine Brüder haben mich immer kurz zu kurz gehalten. Du musst im Wasser schnell sein durch das Wasserball. Wir kommen vielleicht nochmal darauf zu sprechen. Und diese Geschwindigkeit hat mich immer geprägt. Du hast ja auch mal Jura studiert. Ja. Das hast du dann abgebrochen. Ja. Hat das damit irgendwas zu tun gehabt, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt vielleicht gar nicht so planbar gewesen oder das hat sich dann anders ergeben? Also ist ja auch so ein Thema, weil manche sagen, okay, jetzt ziehe ich das durch, jetzt muss ich das so machen, aber du hast ja gesagt, okay, nein, klare Kante, ein veränderter Weg. Also ich habe mir das 3 Semester angeguckt und habe nach 3 Semestern gemerkt, das ist es nicht. Das war nicht im Umgang mit den Menschen, das war nicht mein Typus Mensch. Das war mir auch zu weit weg teilweise von der Realität. Und ich bin immer so ein Freund zu sagen, man muss immer einmal mehr aufstehen, als man hingefallen ist. Und das war einfach ein Fehler. Und Gott sei Dank habe ich den Fehler schnell erkannt und habe es verändert. Okay, das klingt auf jeden Fall klar. Und ich glaube, das ist auch vielleicht auch so eine Botschaft, dass man eben mal auch Veränderungen im Leben hat, die dann vielleicht auch notwendig sind, um den nächsten Schritt zu machen. Die hast du ja nun wirklich eindeutig gemacht. Das ist so, und vor allen Dingen hat mich immer dabei ein Spruch, den man diesem Menschen gar nicht zugeordnen würde, Boris, umgetrieben, und der ist von Mark Twain. Es gibt zwei wichtige Tage in deinem Leben. Der erste Tag ist der Tag, an dem du geboren bist, und der zweite ist der Tag, an dem du weißt, warum. Und ich weiß, warum. Wenn man sich so sieht, würde ich sagen, also freche Kante, sage ich mal so, ne? Also du sagst ganz klar, was du meinst, sagst klar, was du denkst, positionierst dich.
Hast du damit auch mal Schwierigkeiten gehabt? Oder ist es, weil also es ist selten, dass du ruhig bist, sage ich mal so. Und das meine ich aber wirklich auch im positiven Sinn. Also du hast eine klare Position, klare Meinung. Man weiß, wenn man mit dir zusammen ist, wofür du stehst. Aber das kann ja auch mal schwierig sein, weil manche Führungskraft oder vielleicht auch mancher Mensch manchmal sagt, oh, ich sage jetzt lieber nichts, weil das könnte irgendwie jetzt gegen mich ausgelegt werden. Das könnte vielleicht ein Hindernis sein für meine weitere Karriere. Wie hast du das wahrgenommen? Also bestimmt war es so, dass ich durch diese Art Fehler gemacht habe. Und durch Fehler wird man klug, deswegen habe ich das eben auch gesagt. Aber ich würde es auch nicht verändern, weil ich kann im Leben mit Ungerechtigkeit nicht umgehen, ich kann mit Dummheit nicht umgehen und ich kann auch mit Nichthandeln nicht umgehen. Und das hat mich immer umgetrieben. Ja, dann ist man manchmal zu schnell und gerade im Genossenschaftlichen muss man auch ein politisches Geschick haben. Aber ich habe durch die Zeit viel Lehrgeld bezahlt im positiven Sinne. Und man hat auch viele Freunde, Bekannte dann an der Seite, die ihm auch helfen. Da vielleicht auch zum Thema Hierarchie. Ist die Hierarchie für dich ein wesentlicher Punkt oder ist das eher sowas, was du wegwischst? Hierarchie ist für mich kein hehrer Punkt, sondern für mich ist immer so, wenn du auf die Unternehmensidentität der Union guckst, dann sind so ein paar Eckdaten ganz wichtig. Ich will handeln auf Augenhöhe. Ich will schnelle Kommunikation. Ich will, dass die Menschen wissen, woran sie sind. Und ich will, dass wir mit dem Wissen schnell handeln. Was nimmst du denn von anderen mit, Aki? Ja, heute zum Beispiel, ich habe dich kennengelernt, Boris, und das war für mich so ein prägendes Ereignis, als du durch die Tür kamst als Bewerber für den VV-Job in Montabaur. Ich habe erlebt, einen Bundeswehr-General, der sagt, die Karriere bei der Bundeswehr war das eine, ich packe all diese Sicherheit, lege die beiseite und gehe in eine wirtschaftliche Tätigkeit. Da muss man großen Respekt vor zollen, weil es war ja eine große Ungewissheit. Und was ich von dir mitgenommen habe, auch in deinen Schilderungen, ist, wenn wir über Führung sprechen, und wir werden heute über Führung sprechen, dann ist das wichtig. Aber zu führen, so wie du geführt hast an der Front, wo du die Leute morgens verabschiedet hast persönlich und abends wieder reingeholt hast und sie wieder persönlich begrüßt hast, das ist was anderes. Also ich habe durch dich auch eine Perspektive zur Führung eingenommen, die ich nicht kannte. Das freut mich, dass ich dann auch mal da was mitgeben konnte. Und wenn du jetzt mal so Führungskräfte siehst, auch jetzt in deiner Organisation, ich meine, du bist ja nun auch verantwortlich für viele Führungskräfte. Ich weiß gar nicht, wie viele Führungskräfte ihr so ungefähr habt. Also wir sind insgesamt per heute Morgen 4.371 Menschen Das ist sehr genau. aus 59 Ländern und wir haben 160 Abteilungsleiter. Und wenn du jetzt so Führungskräfte auswählst, gibt es irgendwie so eine Sache, wo du besonders Wert drauf legst? Ja, ich kann mit drei Dingen nicht umgehen, Boris. Das eine ist, habe ich schon gesagt, ist Blödheit, das zweite ist Faulheit und das dritte ist, wenn mich einer dir die Fichte führen will. Und das merke ich sehr schnell. Was treibt dich denn jetzt immer noch an? Ich habe die Ehre und die Gnade, jeden Tag neue Menschen zu erleben, mit neuen Problemen konfrontiert zu sein. Und Problem ist immer für mich Chance, nicht Risiko. Und das treibt mich eigentlich jeden Tag an. Und es treibt mich vor allen Dingen an, so ein bisschen der Familiencharakter. Ich habe zwei Familien. Die eine Familie ist zu Hause. Und wenn du vier Damen zu Hause hast, das heißt meine Frau, zwei Töchter und wenn sogar der Hund eine Hündin ist, dann weißt du ich entscheide zu Hause gar Also nichts. arbeitest du unheimlich gerne, weil du da mehr zu sagen hast? Ja, aber ich darf das was von Zalando nicht gefällt und nicht passt, zurückschicken. Ansonsten zu Hause habe ich nicht so viel zu sagen. Deswegen muss ich mich ja im Job verwirklichen, so viel zur Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Und deswegen, ich liebe das. Und die Union ist so von mir in meiner Führungsansicht geführt wie ein Familienunternehmen. Familie kann man sich nicht aussuchen, deswegen muss man auch mit allen arbeiten. Aber wenn man denen eine klare Richtung gibt, klare Eckdaten, was das Thema Unternehmensidentität und damit Wertegerüst ausgibt, dann macht das sehr viel Spaß. Und ich liebe es. Aber ich finde es ganz spannend, weil du das Thema so ansprichst. Emotionen hängt ja dazu, also emotionale Bindung ist ja ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ich nehme so ein bisschen die genossenschaftliche Finanzgruppe wahr, dass man noch zu unemotional ist. Also ich glaube, man ist schon stolz auf seinen Beruf, auf das, was man macht. Aber ich sage manchmal, es könnten auch mehr Emotionen da sein, um mehr Klebstoff zu erreichen. Das, was du jetzt aber gerade sagst, klingt sehr nach Emotionen. Ich glaube, Emotion ist der einzige Wert, der in der Bilanz respektive in der G&V, Boris, nicht bilanziert ist. Und das ist das Wichtigste. Du hast Ressourcen, mit denen du arbeitest, finanzielle Ressourcen, menschliche Ressourcen. Und nur wenn du Menschen eine Emotion gibst, wenn du sie wertschätzend umgibst, wenn du mit ihnen auf Augenhöhe redest, wenn du ihnen die Chance gibst, sich selbst zu verwirklichen, in einem Rahmen, den das Unternehmensbild dann vorgibt,
dann hat man eine Chance. Und ich habe die Ehre, mit den Besten der Besten zusammenarbeiten zu dürfen und nur mit Emotionen. Wir sind ein sehr, sehr emotionales Haus. Und bei diesem Thema, also ich finde das total cool, weil ich glaube wirklich, dass das schafft eben einfach auch echt Bindung, dass Leute auch Spaß haben. Und ich finde, Arbeit muss total Spaß machen, weil dann machst du es auch gut. Aber wenn Arbeit viel Spaß macht, dann arbeitet man ja auch viel vielleicht. Ja, ich habe früher immer lustig gesagt, Boris, habe ich letztens auch im Interview gesagt, ich fand früher 40-Stunden-Woche so gut, habe ich gleich zweimal gemacht. Den Post fand ich unheimlich cool. Ja, das ist aber auch die Wahrheit. Dann achtest du auch nicht drauf. Du achtest eigentlich nicht drauf. Jetzt kann man sich immer drüber streiten über Work-Life-Balance, das ist ja so ein neudeutsches Wort. Das kann man machen, aber wenn du das Dinge gerne machst, wenn du sagst, das ist meine Erfüllung, und man kann ja Dinge, wir werden darauf zu sprechen kommen, ja aus unterschiedlichen Antrieben raus machen, dann achtet man nicht auf die Zeit. Und wie bist du beachtsam zu dir selbst? Ich meine, wenn du so viele Stunden arbeitest, musst du ja auch mal irgendwie Räume schaffen, wo du dann vielleicht doch mal wieder runterfahren kannst. Weil jeder muss ja mal auftanken, wie so ein Auto, auch wenn es ein Quattro ist. Ich tanke auf, insbesondere beim Sport. Das ist auch so ein Thema, wenn mich Menschen fragen, hast du die Zeit für Sport? Jeder hat Zeit für Sport. Das ist eine Frage, ob du es willst oder nicht. Ich trainiere 6-mal die Woche und diese Zeit ist morgens oder mittags eingetragen und das kann jeder machen. Diese Zeit brauche ich für mich, um auch mal runterzukommen und was anderes zu erleben. Und das erfüllt mich schon sehr. Wasserball machst du aber nicht mehr, oder? Nein, das Problem ist immer, Boris, ich habe die Nase 7-mal gebrochen. Und je tieferklassig du spielst, wird das Thema Schnelligkeit durch Härte ersetzt. Und wenn ich heute spielen würde, dann, wie gesagt, wäre die Nase noch öfters gebrochen. Ich mache das nicht mehr. Ich mache heute 2-mal die Woche Tabata mit dem Trainer. Ich mache 2-mal die Tabata mit dem André, meinem Vorstandskollegen, und mache dann 2-mal noch Krafttraining am Wochenende zu Hause. Wow. Und nochmal Thema Wasserball. Was ist ja, glaube ich, eine der schwersten und härtesten Sportarten, die es mitgibt. Was hast du daraus mitgenommen? Dass man alleine nichts kann. Du kannst so gut sein, wie du willst, ohne Team läuft gar nichts. Und das Wasserball hat mich 2 Dinge gelernt, Disziplin und Team. Wie lange hast du das gemacht? Ich habe insgesamt 21 Jahre Wasserball gespielt. Also ich finde das immer ganz beachtlich, wenn man das sieht, auch im Fernsehen, bei den Olympischen Spielen, ist ja immer so typisch. Ja. Ich war immer erste Bundesliga, das ist ja schon mehr. Dann musst du irgendwann dann aufhören, auch in dem Bereich, weil dann wahrscheinlich auch Beruf dann auch. Das war ein berufliches Thema und irgendwann, dann spielst du nochmal 2. Liga und 3. Liga, aber dann lässt es auch sein. Und das Thema ist, die große Wende waren für mich das Jahr 91, da habe ich es de facto aufgehört. 91 gab es 2 wichtige Daten, eine war der 11.1. Dann habe ich meine Frau kennengelernt, am 11.7. habe ich sie geheiratet und am 11.9. habe ich angefangen bei der Union. Es gab 2 richtige Entscheidungen in meinem Leben, Boris. Das eine war meine Frau und das andere war die Union. Nochmal zum Thema Kleidungsstil. Da fällst du schon in der Branche auf. Also das ist jetzt nicht das typische Banker-Dress, was man vielleicht sieht, Sneaker. Ist das auch was, irgendwie typisch ist für dich? Also es geht nicht darum, dass ich durch dieses Outfit ausdrücken will, dass ich anders bin, sondern ich mag es gerne bequem. Zudem glaube ich nicht, dass es eine positive Korrelation zwischen guter Kleidung und Wissen gibt. Insofern ist es so, ich bin lockerer Typ, ich bin so. Und auch in der Union sind alle so. Das heißt, wenn wir nicht wirklich Anlässe haben, wo wir einen Anzug brauchen, zieht in der Union keiner einen Anzug an. So, du bist ja jetzt auf der Zielgeraden, also hast noch 3 Jahre so vor dir. Wie stellst du jetzt dein Team auf oder was hast du für Weichen gestellt, damit quasi du auch loslassen kannst? Ja. Wichtig ist, durch die Zeitenwende war es mir wichtig, an 2 Ecken Weichenstellung vorzunehmen. Das eine ist personell, wie du das gerade gesagt hast. Ich habe ein sensationelles Team und ich bin auch sehr froh und dankbar dem Aufsichtsrat, dass wir das aus den eigenen Reihen gestalten konnten. Mit Sonja Albers, mit André Hagmann, Frank Engels und Giovanni Gai habe ich echte Profis, die aber insbesondere zur DNA der Union passen. Das war das eine, sodass man auch in Ruhe dann gehen kann. Und das zweite, ganz wichtig durch die Zeitenwende, wir sind in einer sehr zyklischen Branche und wir haben in den letzten 15 Jahren vom hohen Momentum der Kapitalmärkte gelebt. Und wenn ich mir die Frage stelle, werden die nächsten 10 Jahre lustiger oder nicht so lustig, dann habe ich mir die Frage letztes Jahr beantwortet mit Nein. Und deswegen haben wir auch nochmal radikal die Union mit einem Projekt Fit for Future umgebaut. Und wir haben radikal die Frage gestellt, was zahlt auf Zukunft ein und was zahlt nicht auf Zukunft ein. Und was nicht auf Zukunft einzahlt, das haben wir direkt weggemacht. Und wir werden damit das Ergebnis der Union für diese Zukunftsfähigkeit nochmal um 150 Millionen besser machen. Und das ist wichtig, weil ich möchte nicht, dass, wenn ich in 2 Jahren vom Hof bin, einer mir sagt, hör mal, du Clown, du hast doch gesehen, was passiert, warum hast du nichts gemacht?
Eine Sache, die ich auch noch bei dir ganz auffällig finde, du bist ständig hier auf dem Schloss. Und nicht einfach so, um vielleicht jetzt dich selbst fortzubilden, sondern du bist da und zeigst dich vor den Führungskräften und gibst denen quasi, ich sag mal, Anstöße, hilfst denen. Erstmal die Frage ist, warum ist dir das so wichtig? Die ist eindeutig wichtig, sonst würdest du es nicht machen. Es ist toll, muss ich sagen, die Menschen freuen sich, wenn du kommst. Aber was ist dein Antrieb, dass du quasi wirklich auch dann immer hier bist? Also erstens mal, ich liebe, und das ist kein Werbeslogan, die ADG und das Geschäftsmodell. Ich mache das seit 1995 selber, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass der erste Mann, die erste Frau eines Unternehmens sein Unternehmen dort präsentiert, dass ich mit diesen Menschen auch auf Augenhöhe spreche. Das sind Führungskräfte, wenn nicht angehende Vorständinnen und Vorstände. Und deswegen ist mir sehr wichtig, ich habe seit 1995 keinen Termin versäumt und ich liebe das ganz einfach, egal ob es das GBF ist oder das TOP. Und ich glaube, das ist durch nichts ersetzbar, weil man begegnet sich im genossenschaftlichen Leben nicht nur einmal, dann hat man Gesicht zueinander, man weiß, was man voneinander zu halten hat. Wir diskutieren an solchen Abenden auch sehr engagiert und ich mag es einfach. Ja, und das kommt echt cool an. Das ist, finde ich, auch Wertschätzung pur. Und glaube ich, so wird es auch wahrgenommen. Letzte Frage von mir nochmal. Was ist so deine zwei, drei Punkte, die du noch Führungskräften mitgibst? Weißt, wir machen ja nun wirklich Schulung von Führungskräften. Wenn du so sagst, okay, das gebe ich euch nochmal mit, so als Schritte für eure Karriere oder als Punkte, die besonders wichtig sind, damit ihr auch einen guten Weg, einen erfolgreichen Weg macht. Seid fleißig. Das ist eine Tugend, die manchen abhanden gekommen ist. Hinterfragt die Dinge. Seid neugierig. Seid provokant im positiven Sinne. Und versucht jeden Tag besser zu werden. Danke dir, Aki. Also es war ein super spannendes Gespräch. Habe wieder selbst total viel gelernt. Damit sind wir auch am Ende unserer zweiten Folge von Leadership Unplugged. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wieder einschaltet. Euch alles Gute. Dankeschön. Danke dir, lieber Aki. War eine große Ehre.